Für die meisten relativ ungewohnt, für mich auch. 7 Uhr morgens, meine lieben Freunde, der PC ist aus. Das habe ich natürlich nicht gemeint, meine Lieben. Kurzer Werbeclip zwischendrin. Guck mal, wie frisch es klingt. Ja, meine Lieben, auch heute im Video werden wir den Gönnergy endlich mal testen. Ich habe es noch nicht einmal geschafft. JJ ist gerade vorbeigekommen und hat alle drei mitgebracht. Ich bin mega gespannt. Wir werden sie gleich zusammen am Gewässer testen. Wir gehen heute Aale angeln. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Aale Tag und Nacht. Mittlerweile Staffel 8, Folge 19. Und wir wollen natürlich auch heute wieder unser wunderschönen Eelcatcher ausprobieren. JJ ist heute mit am Start. Es geht heute an Tidestrom. Deshalb sind wir auch so früh unterwegs, meine lieben Freunde. Die Aale in Tideströmen oder besser gezeigt in Gezeitengewässern müssen den ganzen Tag fressen. Deshalb sucht man sich die Zeit raus, wann Hochwasser ist. Das ist in diesem Fall heute um 10, 11 Uhr. Und wir möchten sehr, sehr früh da sein. Denn auch die auflaufende Phase bringt uns immer gut Aale. Heute im Test der Eelcatcher. JJ und ich werden gegeneinander antreten. Und wir werden uns gleich am Wasser sehen, wenn es losgeht. Ah, Freunde, wir sind am Wasser angekommen. Tidestrom. Die Jümme, meine lieben Freunde. Jetzt bauen wir erstmal auf. Dann machen wir ein Battle. Was heißt ein Battle? Wir machen beide einen Test. Wir werden beide den Eelcatcher testen. JJ mit 2 Routen. Eine davon mit dem Eelcatcher, ein ohne. Und ich mit 2 Routen. Auch eine mit Eelcatcher und eine ohne. Vorzugsweise werde ich jetzt erstmal mit der Pose anfangen. JJ weiß noch nicht ganz genau. Wir bauen jetzt auf. Dann wird gefrühstückt. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich bei den ersten Bissen wieder. Und dann, meine lieben Freunde, werden wir Onkel Montes Gönnergy testen. Und zwar alle drei Sorten. Ich bin so gespannt darauf. Ich freue mich da schon echt lange drauf. Und ja, es wird ein gutes Review geben. Bis gleich. Die Stelle hat mich so angeguckt, die möchte ich haben, bitte. Die sieht sehr gut aus, Mausi. Ja, extra für mich, ne? Boah, die sind richtig schick, die Stellen hier, wa? Ja. Jetzt gleich erstmal frühstücken, wa? Erstmal aufbauen. Für mich so, Freunde, wir sind wieder zusammen am Jümmestrom und endlich wieder zusammen angeln. Ihr wisst gar nicht, was los war, ne? Die gute JJ, die war nicht da. Nee, einfach so weg, ne? Die hat Urlaub gemacht und zwar war sie in Bayern, in den wunderschönen Bergen. Aber nun ist sie endlich zurück, endlich können wir wieder zusammen fischen. Ich kann euch eins sagen, so alleine zu fischen, das macht keinen Spaß. Zu zweit ist viel geiler. Erstmal kann man seine Emotionen immer schön teilen. Zweitens hat man jemanden zum Quatschen. Und mit meinem Schnubbel so unterwegs ist sowieso immer das Allerbeste. Ich zeige euch jetzt mal meine Stelle, an der ich angeln werde. Dann bauen wir schnell auf und dann geht's gleich hoffentlich zu den Aalen. Denn wir haben jetzt gleich schon Flut. Ist das nicht wunderschön? Boah, geile Stelle, oder Freunde? Einfach nur geil. Da kommen gleich die beiden Posenruten rein. Beide machen jetzt die Ruten fertig. Ich habe mich heute mal dafür entschieden, mit der Posenrute zu fischen. In diesem Fall 20 Grammer. Die werden hier sehr schön in der Strömung stehen. Die kleinen Aale werden höchstwahrscheinlich was merken und den Köder loslassen. Aber ich sage euch so, wie es ist. Die wollen wir auch gar nicht haben. Ich hau mir jetzt hier einen schönen 60er Vorfach mit einem 2er Aalhaken dran. Und dann ziehe ich mir den ersten Tauwurm auf, meine lieben Freunde, und hoffe, dass wir so ein paar dicke Aale kriegen. Und zwar, ihr wisst ja womit, mit dem Eelcatcher. Und wie gesagt, eine Route machen wir beide mit dem Eelcatcher und eine Route machen wir ohne den Eelcatcher. Wir sagen euch dann immer Bescheid, was auf was gebissen hat. Aber nun erstmal die ersten Routen rein, weil das Wasser steigt ziemlich rasant gerade. Und ich habe Angst, dass wir die beste Phase verpassen. Die ist nämlich genau, boah, ist ja quälig. Gerade gekauft, ne? Ja, Mann. Gerade erst geholt. Denn die Phase ist jetzt gerade so hoch, dass die beste Phase jetzt gerade ist. Oder das Wasser ist so hoch, dass die beste Phase jetzt gerade ist. Ich ziehe mir schön gewohnt meinen Tentakel auf den Haken. Das bedeutet immer zweimal durch den Wurm pieksen, abkneifen. Das macht ihr dreimal hintereinander. Dann habt ihr 6 bewegliche Enden. Zack. Sieht mega aus. Schön quirliger Wurm. Eisgekühlt, niemals vergessen, wenn solche Temperaturen sind, eure Kühlbox. Eelcatcher, Freunde, endlich JJ und ich zusammen. Ich freue mich mega drauf. Kannst ja mal drauf gucken hier, sieht man alles, schön scharf. Guckt euch diese Suppe an, Alter. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich weiß ja, dass er gut fängt. Oder ich habe meine ersten Erfahrungen gemacht. Wir haben Forelle damit gefangen, wir haben Hecht damit gefangen auf Wurm. War schon mal mega cool. Und wir haben Aal damit gefangen. Deshalb bin ich jetzt mal gar nicht mal so sparsam. Wir sind jetzt eher im Tidestrom unterwegs. Da kann ruhig richtig was drauf. Die Aale haben Bock drauf. Ich spüre das. Rein mit der Route. Dann machen wir die anderen Routen noch eben fertig. Dann sehen wir uns beim Frühstück und testen des Gönnergys.
Kommst du mit? Ja. Oh, spannend, muss ich noch eben einstellen. 60 cm ungefähr bis 1 Meter ist immer ein sehr, sehr guter Spann, den ihr überall nutzen könnt. Dann schmeißt ihr ein Meter schmeißt ihr raus, lasst ihn ein bisschen zum Rand treiben, baut die Spannung auf und dann achtet ihr auf eure Pose, wann sie eine Bewegung macht und dann wisst ihr, wann ihr anschlagen müsst. So, rein damit, Nummer 1. Da ist sogar auf dem Grund. Ist flacher hier. Nochmal nachstellen. Schon weiter runter. Und das war's. Und jetzt warten wir mal auf die Bisse, Freunde, und dann sehen wir uns gleich beim Gönnergy. Wofür hast du dich entschieden? Ich mache auf jeden Fall eine auf Grund schon mal. Was? Eine auf Grund auf jeden Fall. Sehr gut. Mit der Anti-Tangle-Montage, ja. Tiroler Hölzel. Mhm. Auch 60 bis 80 cm Vorfach. Genau. Ich glaube ein 2er Aalhaken bis 4er. Und ja, hau mal rauf, dein Spray. Wo ist dein Spray überhaupt? In meiner Kiste versteckt. Das schöne Eelcatcher, hol ihn dir. Ja. Jetzt brauchst du brauchst einen Wurm. Hier, mein Engel, ich mache ihn dir auf. Zack, such dir einen schönen Tau hier raus. Ja, der ist es. Wunderbar. Der ist es. Ein Quirliger. Das ist JJ's Montagetechnik. Sie hat auch mehrere Techniken. Jetzt zieh es wieder auf, wa? Mhm. Der aufgezogene Wurm, der bringt auch immer gut Fische. Könnt ihr euch merken, Freunde. So. Das war's schon. Das ist immer ein guter Aalfänger. Und jetzt? Oh. Unseren wunderschönen Eelcatcher. Und dann können wir endlich frühstücken, Maus. Ja, Premiere, ne? Ja, kannst du ihn auch hinlegen, ne? Das geht auch. Ja, liegen hier Drapieren schön auf. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, erstmal hier. Ja, du musst erstmal, ist gerade neu, ne? Ja. Oh. Ja, geil. Ja, das nicht gut aussieht. Das ist gut, glaub mir. Ich hab's schon ein paar Mal probiert. Mausi, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Eelcatcher. Und dass wir heute ein paar schöne Fänge verzeichnen können. Ja. Jetzt ist ja auch bald der Sommer durch. Ich meine, jetzt kommen noch mal richtig heftige Temperaturen, so bis in den Oktober ungefähr rein. Aber dann sind wir auch schon wieder fast durch mit dem Aalangeln. Ich würde sagen, war eine wunderschöne 8. Staffel. Wir haben viel ausprobiert, viel erfolgreiche Sachen getestet. Und auch jetzt sind wir natürlich wieder voll im Test. Der JJ bringt gerade ihre Rute rein. Und dann geht der Test los, meine lieben Freunde. Hoffentlich haben die alle Bock. Hier eine neue Stelle, die wir auch noch nicht getestet haben. Und ja, aber wir sind natürlich dafür da, um das rauszufinden. Nun geht's aber rüber zum Frühstück. Ich will jetzt endlich den Gönnergy probieren. Neun Uhr morgens, Freunde. Und ich glaube, wir haben schon 700 Grad Außentemperatur. Es ist heftig heiß, Mann. Mir ist mega schlecht, weil ich noch nichts gegessen habe. Ich soll mir mal sagen, Maus. Frühstücken, Freunde. Erstmal einen schönen Joghurtdrink. Erdbeere. Habe ich richtig Bock drauf heute. Was gibt's noch? Salamibrötchen, glaube ich. Ein schönes Salamibrötchen. Maus, guten Hunger. Die Routen sind auf jeden Fall drin. Jeweils von uns beiden. Die linke Route ist mit Aroma, also mit Eelcatcher bestückt. Und die rechte Route ist halt ganz normal Bio-Tauwurm, ohne irgendwelche Lockstoffe. Beide Routen sind drin. Bei mir 2 Posenrouten, bei JJ 2 Grundrouten. Wie gesagt, der höchste Tidestand ist gleich erreicht. Die beste Phase ist jetzt. Und ich bin gespannt, ob die Aale sich noch zeigen. Boah, hier bist du. Ist schon drin? Ist schon drin. Boah, schade, ey. Boah, krass. Wir sitzen noch gerade erst. Ist so. Shit, ey. Versuche mal rauszuholen auf Spannung. Crazy. Shit, Freunde. Ja, gerade im Augenwinkel gesehen, wie die Pose runtergezogen wurde. Das ist aber diesmal auf den normalen Tauwurm, nicht auf den Eelcatcher. Aber gut, er steckt fest. Ich habe jetzt mal auf Spannung gedrückt und jetzt warten wir mal ein bisschen, weil wir jetzt eh am Essen sind. Wir hauen jetzt erstmal rein, Freunde, dann sehen wir uns gleich beim Gönnergy testen. Also wenn das ein Fisch war. Oh. Nein! Nein! Was war? Oh! Woo! Und wisst ihr auch was? Linke Route, Eyecatcher! Scheiße. Ey, wenn ihr. Junge, ich hatte hier auf der rechten gerade auf den normalen Tauwurm bist, der hängt da immer noch im Gebüsch. Scheiße, ey.
Und in dem Moment, wo ich die gerade rausholen wollte, zieht die mit Eelcatcher ab. Zieht euch mal den Aal rein. Das ist ein richtig schöner Aal, Alter. Dicker, ey. Perfekt vorne gehakt, Mann. Göttlich. Auf dem Eelcatcher. Ja, 1:0 für den Eelcatcher, würde ich sagen, Freunde. Mega. Geiler Fisch. Ja, meine Rute Schrott, Alter. Was ist da passiert? Ich hab die Dings, die Bremse aufgehabt, damit der Aal abziehen kann. Hab da nicht dran gedacht. Und jetzt ist alles durcheinander. Ich muss dem Aal eben helfen. Crazy. Den Aal zeige ich euch gleich nochmal richtig. Aber jetzt muss ich erstmal nochmal hier meinen Köder wieder reinkriegen. Aber es hat geklappt, Alter. Göttlich. So, sie geht wieder rein, Freunde. Göttlich, Alter. Hat ja direkt geklappt, Mann. Diesmal den Freilauf nicht vergessen. Zack. Kommst du? Guckt euch diesen wunderschönen Fisch an, Freunde. Gebissen auf den Eelcatcher. Das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Fisch, der dem Eelcatcher nicht widerstehen konnte. Und ich sage euch eins, auf Tauwurm ist zwar noch keiner rausgekommen, aber wir hatten schon Biss drauf. Ich bin gespannt, wie es weiter verläuft. Hier auf jeden Fall ein wunderschöner Irmaal. Den lassen wir uns schmecken. Und wenn ihr das haben wollt, dann guckt mal gerne auf bigbaits.de vorbei. Cool. Ich würde sagen, jetzt testen wir den Energy, oder nicht? Den Gönnergy vom Monte, Onkel Monte. Besten Dank dafür. Kommen wir gleich zu. Aber wenn wir den jetzt testen, dann drehst du noch mehr durch hier. Ja, ich bin voll aufgedreht. Vorher zwei Kaffee, ein Energy, 7 Uhr aufgestanden. Boah, jetzt ist es noch nicht viel später, ne? Jetzt hauen wir uns gleich nochmal 3 Gönnergys rein von Onkel Monte und dann gehe ich schwimmen. Oh shit, ey. Dann ab nach, keine Ahnung. Biggest Dips oder was? Nach Norwegen. Ich schwimme so durch nach Norwegen. Wie ein Seehund. Jetzt. Da ist der nächste, Freunde. Und wieder ein schönen Aal auf Eelcatcher. Aber ich sage euch so, wie es ist. Es ist das 2:0, das ist schon mal geil. Aber der kleine Aal, der geht auf jeden Fall wieder zurück. Mega, Freunde. 2:0 für Eelcatcher. Wenn er fast geschluckt hat, der Aal, gehen wir auf die andere Seite. Machen wir so. Nee. Was willst du denn so? Hier. Wenn der Aal geschluckt hat, wie hier in diesem Fall, dann kann man ihm schwer helfen. Aber man schneidet ganz vorne am Maul ab und die Aale, die sondern den Haken dann irgendwie nach ja, circa 2-3 Wochen, sondern den wieder aus. Da ist er, der Gute, bisschen mit Stroh voll, ab in sein Gewässer wieder und dann gucken wir, ob Mama oder Papa vorbeikommen. Mal her. Ist voll schlapp, Alter. Aber da geht er. Zack. Yes. Hab ich euch eigentlich schon gezeigt, wie schön das hier am Bier mit Strom ist? Ich liebe es, Freunde. Jetzt zeige ich das nochmal von oben. Und was machen Sie da? Die Route neu bestücken. Ah! Ja, irgendwie. Ach, du hast gerade einen Biss gehabt, stimmt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist gerade Flaute, aber nee, da war gerade ein Biss bei JJ, stimmt. Ja, mega schön hier am Gewässer. 2:0 jetzt für den Eelcatcher. Mal gucken, wie es weitergeht, meine lieben Freunde. Geh steht für gönn, meine lieben Freunde. 2 Jahre hat Onkel Monte gebraucht, um neue Produkte herzustellen. Den Gönnergy. In 3 verschiedenen Varianten. Einmal Tropical Exotic, einmal Raspberry Cheesecake und einmal Blueberry Coconut. Das sind die 3 Sorten. Meine Lieben, ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet. JJ hat sie jetzt endlich mitgebracht. Ihr wisst ja, wie es am Anfang war. Am Anfang konnten wir sie, glaube ich, nur bei Kaufland und bei Rewe kaufen. Das war beides bei mir nicht in der Nähe. Aber jetzt gibt es sie auch bei anderen Fachmärkten wie Edeka und weiter weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, hier haben wir die 3 Produkte. Ich bin ultra gespannt. Sie sind eisgekühlt und wir fangen jetzt an. Ich werde erst probieren. Ne, wir fangen an mit dem Schlimmsten. Also, im Internet habt ihr es ja schon mitgekriegt. Die meisten stehen auf diese beiden Sorten, auf Tropical und Blueberry Coconut. Aber es gibt auch einen kleinen Prozentsatz, der den Raspberry Cheesecake gut findet. Ob uns der jetzt schmeckt, das werden wir jetzt rausfinden. Ich bin mega gespannt. Ich sag nur eins, Monte, du hast das gut gemacht. Lass dich nicht unterkriegen. Du hast ein Produkt rausgebracht, du hast dich auf dem Markt weiterentwickelt und du hast dein Geld vergrößert und du hast bestimmt auch einen Prozentsatz deiner Fans glücklich gemacht. Deshalb, ich stehe voll hinter dem Produkt. Mal gucken, was ich dazu sage, wenn ich es getrunken habe. Raspberry Cheesecake, meine Lieben. Es geht los. JJ und ich probieren.
Es geht los, ist auf jeden Fall auf Low Carb, also ohne Zucker und den ganzen Kram, dafür wahrscheinlich mit Süßungsmitteln. Also Geruch, sage ich ganz ehrlich, riecht sehr lecker. Das riecht sehr lecker. Boah, die Maus, ey. Das riecht sehr lecker. Geh weg von mir. So, wollen wir? Ja, hau rein. Boah. Soll ich ganz ehrlich sagen? Er mag ihn. Soll ich ganz ehrlich sagen? Der schmeckt voll geil, Mann. Der schmeckt richtig geil, Monte, Junge. Raspberry Cheesecake. Maus, deine Reaktion. Es war so klar, dass du den magst. Irgendwie, ne? Der ist lecker. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde ihn voll lecker, Alter. Aber Geruch? Nee, das riecht voll eklig. Findest du, ich finde das voll geil. Das riecht wie so... Monte, ich sag dir, du hast alles richtig gemacht. Das riecht wie so ein komischer Kaugummi, weißt du so. Früher gab es so eklige Kaugummi. Ja, so ähnlich. Aber ich sag dir auch ehrlich, wenn der warm ist, dann schmeckt er nicht. Ihr müsst den eiskalt trinken, definitiv. Ich probiere. Ja. Und? Boah, es ist voll eklig. Eklig? Lauerlich. Ja, ihren Geschmack hast du schon mal nicht getroffen. Bah, das schmeckt so künstlich. Also richtig. Ja, künstlich schmeckt es ein bisschen. Aber ich mag es eiskalt. Das ist wie eine Limonade für mich. Ne, krieg ich schon voll den Pelz auf die Zunge. Okay, ich trinke ihn aus. Gib her. Ja, ne, das geht gar nicht. Ist nicht mein Geschmack. Gar nicht. Pfui. Boah, so viel trinken habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Du kannst ihn jetzt aber nicht auf einmal auftrinken, ne? Dann drehst du ja gleich durch. Teil dir das ein. Also eiskalt, muss ich wirklich sagen, schmeckt er mir richtig gut. An was erinnert er mich? Auf jeden Fall an etwas Bäriges, muss ich sagen. Dann vielleicht, ja, so Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ähnlich wie Tic Tacs und sowas. Und dann in verschiedenen Fruchtsorten, so kann man das sagen. Das schmeckt wie so ein Fruchtcocktail aus ganz vielen verschiedenen Früchten. Dann schmeckt man natürlich noch ein bisschen Industrie. Ja, Geschmacksverstärker und sowas, das schmeckt man alles. Aber sonst ist der lecker, Alter. Ich mag den echt gerne eiskalt. Ich weiß, was es ist. Wie es auch, das ist Raspberry ist Himbeer, ne? Ist das Himbeer? Himbeer, ja, ist das Himbeer? Stimmt. Ist das Himbeer? Es erinnert an Himbeere. An so ein Himbeerjoghurt, weißt du, so ja, genau. Mit Süßstoff. Ein Himbeerjoghurt mit Süßstoff. Himbeerjoghurt mit Süßstoff, stimmt, du hast recht. Nee, ja. Wie hießen diese Dinger nochmal? Das habe ich auch bei jemandem gesehen. Diese Frufos, diese Fruchtdinger, diese Spirale, weißt du, der weiße Bonbon mit dann orangene Spirale oder Die Campino. Campinos, ja. Junge! Ja. Digga! Stimmt. Digga, Raspberry Cheesecake schmeckt 1:1 nach diesem Campino-Bonbons. Aber ja, es muss natürlich für jeden der Geschmack sein, getroffen sein. JJ ist es jetzt nicht. Nee, meiner schon. Wegen den Süßstoff. Also schmeckt Süßstoff, das mag ich nicht. Ja, den Süßstoff, den schmecke ich auch, aber mich stört es irgendwie eher weniger. Aber ich bin sowieso so ein industrieller Typ. Ich mache auch voll gerne McDonald's, weißt du? Das ist der größte Schrott, den es gibt, aber ich mag es voll gerne. Na gut, JJ mag es auch. Ne? Das ist immer so ein Ding. Das schmeckt nicht nach Süßstoff. Ey, welchen sollen wir jetzt nehmen? Den blauen. Den blauen? Mhm. Ich würde auch sagen, den blauen. Also jetzt, Monte und Zuschauer, kommt eine Sorte, die ich nicht so feier, eigentlich nicht so feier, weil ich überhaupt kein Kokosnuss-Fan bin. Ja, das ist wahrscheinlich eher meins. Aber eine Kokosnuss frisch vom Baum, die mag ich, wenn du die essen kannst. Und das mag ich gerne. Aber so Produkte mit Kokosnuss, da kannst du mich mit jagen, ne? Und du magst das? Ja, Kokosnuss finde ich richtig gut und Blaubeere sowieso. Also ich mag das. Kannst du mal auf die Seite stellen, kurz? Da weiterhin? Ja. Dass wir das auch nochmal hier mit Sonne ein bisschen zur Geltung kriegen. Das sind die letzten beiden, die wir probieren, wa, Freunde? Ja. Oh. Mega. Also erst den blauen. Ja, bitte. Kannst du ruhig näher kommen? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Prost. Oder? Ja, das gehört dazu. Ach so, okay. Prost. Ich habe gerade einen Liter Dings weggeballert oder einen halben. So. Ist dir denn schon aufgefallen, wie der Verschluss ist, wie schön? Wieso? Ja, siehst du das nicht? Der ist Gold. Der ist Gold, ja. Der ist Gold, Monte. Du bist der Beste, Digga. Ja, jetzt hier Blueberry Coconut. Mit ein bisschen Aalschleim, oder? Denkst du, du magst... Ja, mit ein bisschen Aalschleim. Ja. Denkst du, magst ihn? Ja, den glaube ich wohl. Ich probiere. Guck, wie dein Gesicht wird. Oh. Man kann ihn trinken, sage ich euch ganz ehrlich. Von das, also der erste, was haben wir gerade nochmal? Raspberry Cheesecake, den gebe ich eine... Wenn wir alle Energies jetzt von der Welt nehmen würden, dann würde er eine 8 von 10 kriegen. Das ist auf jeden Fall stabil, aber so Red Bull ist für mich halt nochmal stabiler. Ja, er kriegt von mir, was war das jetzt nochmal, Coconut Blueberry?
Das sieht voll, dein Gesicht sieht aus wie eine 5, ey. Bei dem hier? Ja. Und? Also ich muss sagen, hier schmeckt man den Energy ein bisschen deutlicher. Das gefällt mir. Aber der Nachgeschmack vom Kokosnuss ist überhaupt nicht meins. Deswegen, aber ich würde ihm eine 6. 6 von 10 würde ich ihm geben. Jetzt darfst du probieren. Mhm. Wie fandst du den, warte mal, wie fandst du denn den ersten? Setz dich ruhig hier hin. Da haben wir Sonne. Den ersten? Ja. Wirklich meine persönliche Meinung wäre eine 4. Eine 4? Ja, ich finde den richtig schrecklich. Eine 4 für Raspberry Cheesecake. Ja, okay, Probe jetzt Blueberry Coconut. Riecht lecker für dich? Ja. Für mich ist okay. Der riecht schon mal gut, das ist schön. Ja. Der schmeckt auf jeden Fall besser. Geil. Aber der schmeckt wie so Ahoi-Brausepulver, finde ich. Ja, so ein bisschen. Das ist eine gute Erklärung, gute Erläuterung. Der schmeckt zu sehr nach Süßstoff. Ja, mir auch. Den mag ich auch nicht. Süßstoff ist für mich das Teufelszeug. Also bei mir eine 6 von 10, bei dir? Ja, wird auch eine 6 kriegen, weil er leckerer ist als der andere. Ja. Aber ja, ich sage, das ist Süßstoff. Was hatte der Raspberry Cheesecake nochmal bei dir? 4. 4 von 10. Bei mir eine 8 von 10. So unterschiedlich sind die Geschmäcker, Freunde. Deswegen kann man nicht sagen, boah, der ist voll scheiße. Nein, ihr müsst das selber ausprobieren, Freunde. Ganz einfach. Ja, willst du noch einen Schluck? Nein. Nee? Reicht? Mhm. Okay, also eine 6 von 10. Mhm. Ja, dann wechseln wir jetzt nochmal. Riechen du da mal? Du probierst jetzt erst. Ja? Oh. Ja. Ja, das ist der letzte, meine lieben Freunde. Also, ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht, das kann ich euch sagen. Und wie gesagt, ich stehe hinter Montes Produkt. Er hat das sehr, sehr gut gemacht, definitiv. Schön aussehen tun sowieso, viele Details und so, das gefällt mir auf jeden Fall. Das Aussehen und so, das ist auch schon mal gut. Mega, oder? Ja, das finde ich top. Preiswert sind sie auch? Ja, das ging auch. Also 1,49 pro Dose. Ja. Also wie ich, so wie, ja. Dann kommt zum Schluss noch die alles entscheidende Frage. Oh. Aber jetzt musst du erstmal testen. Geruch? Ja, der riecht wirklich tropisch so. Gut? Mhm. Was würdest du ihm den Geruch geben? Oh, weil er so lecker riecht, da würde ich auf jeden Fall eine 9 geben. Boah! Weil der riecht echt lecker, aber ich glaube, wenn ich den trinke, ist er so. Okay, warm. Viel Glück. Ja. Monte, Tropical. Das ist auf jeden Fall der leckerste. Ja. Das definitiv, aber zu viel Süßstoff, ey. Ja, dafür. Für mich schade. Als erstes schmecke ich immer Süßstoff. Ja. Aber vom Geschmack an sich ist er noch besser als die anderen. Also kriegt der eine 7. Boah, hier die Fische rasten aus. Die Fische rasten aus hier hinter uns. Eine 7? Ja, eine 7. Ja, eine 7 ist auf jeden Fall stabil. Ja, der beste von allen. Das ist also definitiv der beste, aber schmeckt trotzdem. Okay, die alles entscheidende Frage erstmal. Würdest du dir die Produkte wiederholen? Nein. Nein. Würdest du dir ein Produkt davon wiederholen? Nein. Auch nicht. Nein. Nein. Gut, jetzt kommen wir zu mir. Ich muss ihn jetzt auch noch testen. Ja. Geil. Hat Spaß gemacht. Ja, du musst ja noch, ne? Also jetzt schon mal vorweg. Alleine das Testen jetzt schon. Ich gucke Monte jetzt schon bestimmt 6, 7, 8 Jahre zu. Schon in der früheren Zeit war ich immer dabei. Zwar nicht so ein Aktiver mit Chat, bla bla bla. Aber wenn es dann soweit ist und einer von unseren Leuten das so weit nach oben geschafft hat und auch seine Produkte richtig vermarktet, dann ist man einfach Hype drauf. Es muss gar nicht so geil schmecken. Aber alleine dieses Ausprobieren jetzt, sich hier hinzusetzen, Review zu machen und diese ganzen Sachen durchzutesten, das ist alleine schon, weiß ich auch nicht, einfach mega geil. So, jetzt der letzte für mich. Ich denke auch, dass es mein Favorit sein würde. Aber wir probieren mal. Erstmal Geruchstest. Ich finde, der riecht wie ich. Boah, der riecht. Ist lecker, ne? Der erinnert mich an irgendwas. An so Trinkpäckchen. Ja, orangene Trinkpäckchen. Capri-Sonne. So. Capri-Sonne, so. Mhm. Capri-Sonne. Danach riecht das auf jeden Fall. Ich probiere. Also, Geruchstest bei mir auch auf jeden Fall eine 9 von 10. Ja, die wird der schmecken, glaube ich. Muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt gerade schwer, den rauszuschmecken, weil der Coconut Blueberry, der war ja, so intensiv, Alter. Der ist richtig intensiv auf der Zunge. Ich habe jetzt schon mal, also als Durstlöscher kann ich den euch auf jeden Fall empfehlen. Der ist mega lecker, Alter. Den eisgekühlt nach dem Sport oder wie auch immer. Mega, Alter. Probier nochmal. Der schmeckt mir richtig gut. Ja, das glaube ich nämlich. Das. Also ich sag ganz ehrlich, der kriegt eine 8,5 von 10.
Nee, kann ich nicht machen. Wie findest du denn den Vergleich zwischen dem und dem? Cheeseberry 8,5, Cheesecake Raspberry 8,5 und der hier eine 8 von 10. Also die beiden haben mir echt gut gefallen. Aber den Cheesecake, den eigentlich alle hassen, den mag ich am liebsten, Alter. Das riecht geil, das glaube ich jetzt. Verrückt, nicht. Ne? Das finde ich der... Aber nee. Der riecht geiler. Und der ist auch geiler als Erfrischungsgetränk. Cheesecake würde ich euch empfehlen, wenn ihr abends... Ja, Mann, wenn ihr abends vorm PC sitzt oder vor der Glotze oder Playsy, Xbox, fresst gerade eure Chips oder eure Pommes und so ein Kram und dann so ein Cheesecake danach, mega geil. Den hier kann ich euch empfehlen, eisgekühlt und auf jeden Fall, wenn richtig Hitze ist und ihr trinkt, was zu trinken braucht, dann schockt er richtig, Alter. Vor allen Dingen für 1,50, einen halben Liter, gehst du dir für gönnen, würde ich sagen, meine lieben Freunde. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Beste Grüße gehen raus an Monte und seine Produktion. Wir sehen uns gleich beim Biss. Nein, da war er. Verdammt, sogar so einen kleinen Wurm hat er nicht weggekriegt. Aber Biss. Ja. Mausi, aber Biss. Geht doch noch was. Ja, das Wasser ist schon sehr weit zurückgesunken. Locker 40 bis 60 Zentimeter. Hat das Internet uns mal wieder angelogen. Oh. Hat das Internet uns mal wieder angelogen? Ja, hat es. Eine Stunde zu früh unten. Aber egal. Meinst du, wir kriegen noch einen? Meinst du, Killer fliegt da oben schon wieder? Killer fliegt da oben. Der kontrolliert uns immer mit dem Flugzeug. Ja. Werf mal was ab, Brudi! Ja. Ist da Fisch? Ja. Jawohl, Mausi! Aber ist doch auf normalen Taui, oder? Ja. Ja, müssen wir halt so festhalten, wie es ist. Aber Mausi hat ihren Fisch gekriegt. Das ist das 2:1. Für Aalkiller, aber auch der normale Tauwurm bringt natürlich Aal. Ein schöner Fischmaus. Ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Was denn? Ich finde den Aalkiller total toll. Ist der Eelcatcher, ich bin da. Der Eelcatcher, Entschuldigung, der Eelcatcher ist total toll. Und? Ja? Ja, Montes Energy ist leider nicht so toll. Nee. Ja, Freunde, war ein schöner Test. Mausi, du kannst ihn versorgen. Ja. Stimmt, Freunde, ihr könnt ja auch noch was gewinnen. Dafür. Müsst ihr mir nur einen Gefallen tun. Schreibt ein schönes Kommentar, lasst ein Like da, drückt die Glocke, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und schon kann einer von euch diesen wunderschönen Aalcatcher hier gewinnen. Wir haben wunderbar damit gefangen. Ich hoffe, ihr fangt auch wunderbar damit. Für die Leute, die das Produkt nicht gewinnen und gerne haben wollen, schaut einmal auf biggiebaits.de vorbei. In den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall weitergehen mit dem Eelcatcher. Und ich bin gespannt, was 2024 die Aale im Frühjahr zu diesem wunderschönen Produkt sagen. Seid gespannt, Freunde. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ist er. Der letzte Aal der Session. Oh, geil. Geil. Genommen, richtig schicker Bart. Maus! Komm, ein richtig fetter Bart. Weg ist er. Geil, Freund gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Mausi, bin. Ja! Mhm. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterhergekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zander, Maus! Alter. Kleiner Zander, Junge.